Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal, Kollektionista, der Sammler. Ich bin Andrea und heute gibt es wieder eine neue Review für euch. So, weiter geht's mit Star Wars. Heute habe ich für euch den guten Luke Skywalker aus Episode 6. Wie immer würde ich mal sagen, starten wir direkt in der Verpackung. Typisch, sage ich mal, standardmäßig von Hot Toys für Star Wars mit dem schwarz-grauen Hintergrund. Hier haben wir direkt ein Bild von unserem Luke Skywalker mit einem bestimmten Outfit, was aus einer Szene ist, die geschnitten wurde, also verglichen ja zu der Kinofassung. Das hatte ich im Nachhinein mitgekriegt und so. Ich bin ja, hatte ich schon mal erwähnt, nicht so der Ultra-Star-Wars-Fan. Ich habe mich mit dem ganzen Franchise erst seit einem Jahr, würde ich mal sagen, konnte ich mehr damit anfangen. Deswegen tut mir leid, wenn ich manchmal vielleicht irgendwelche Sachen sage, die nicht so ganz stimmen, oder vielleicht ist es doch ein bisschen anders. Wie gesagt, ich bin da nicht der große Experte. Wie gesagt, hier haben wir, wie gesagt, jetzt diese andere Variante, was wir in der Originalfassung von dem Film nicht sehen, aber Hot Toys hat das zusätzlich gemacht mit diesem Poncho hier. Unten rechts sehen wir nämlich auch noch zusätzlich diese Brille, was er ja anhat. Oben rechts haben wir jetzt diesen Sticker hier, was uns hier zeigt, dass es ja in dieser Deluxe-Version verschiedenen Outfits zur Verfügung stehen und Köpfe. Die übliche Banderole, wie gesagt, mit dem Outfit hier, was wir hier sehen können. Jetzt mit der Schrift Star Wars MMS 517, Luke Skywalker Deluxe Version, 1/6 Collectible Figure, das Logo von Movie Masterpiece links und von Hot Toys rechts. Auf die rechte Seite, was hier auch ganz gut ist, oder was mir ganz gut gefällt, können wir schon mal sehen, diese wirklich drei verschiedenen Outfits, die in dem Fall sind drei, aber im Endeffekt können wir sogar eigentlich vier Outfits darstellen. Dazu kommen wir aber auch später. Wirklich sehr, sehr cool. Und ja, auf die andere Seite steht nur wieder Luke Skywalker. Die übliche Warnung halt hinten. Nehmen wir das Ganze natürlich auf, machen, haben wir wieder so einen inneren Layer, was uns ja wieder diesen Outfit zeigt. Wie gesagt, auch diese geschnittene Szene aus Episode 6. Auch ganz cool. So, jetzt würde ich aber mal sagen, machen wir das Ganze wieder zu. Wir werden das üblichen, wenn es gehen würde, einen üblichen Schnitt machen und dann gucken wir uns die ganzen Sachen, was ja Luke dabei hat und später natürlich auch die Figur. Deswegen, bis gleich. So Leute, schauen wir uns an, was der gute Luke alles dabei hat. Also das ist ehrlich gesagt einfach nur krank, was diese Figur alles dabei hat. Diese Deluxe Edition, das könnte locker eine DX von Hot Toys sein, so viel Zeug er dabei hat. Das ist wirklich brutal und deswegen ist es auch brutal geil. Ja, also, fangen wir mal an. Er hat insgesamt 3, 4, also 7, 9 austauschbaren Händen. Dann haben wir 2 austauschbaren Armen, selbstverständlich. Einmal ja, sind ja die hier mit dem Light-Up-Feature, so gesehen, um den Laserschwert anzumachen. Ein anderer in den normalen, so gesehen, hat jetzt schon die Figur. Dann haben wir zweimal sein Laserschwert, was wir benutzen können, mit zwei verschiedenen natürlich Lichtschwerteffekte, einmal den hier so gesehen in Bewegung und dann den ganz normalen, was jetzt so gesehen schon an der Figur dran ist. So, ja, wie gesagt, sehr, sehr schön. So, kommen wir zur Seite, es ist echt übertrieben viel. So, dann kommen wir mal mit den verschiedenen Outfits. Hier haben wir nämlich jetzt diesen Poncho hier, was er ja auf Endor benutzt. Das ist natürlich auch passend, das habe ich auch noch nie benutzt. Ne? Werde ich sehr wahrscheinlich auch nie machen, weil so schön das Ganze eigentlich auch gemacht ist. Ja, das ist jetzt nicht so mein Lieblingsoutfit, zusätzlich natürlich zu benutzen mit seinem Helm, was er ja in die Szene benutzt, wo er mit Leia so gesehen auf dem Speeder drauf ist und die anderen Trooper gejagt werden, um die zu stoppen, so gesehen. Auch sehr, sehr cool. Das Ganze kann man dann machen, indem dass man ja die Haare, der Luke so gesehen hat, tauschen. Man kann die ja tauschen. Das ist ja nämlich den zweiten Headscalp. Man kann ja so gesehen die Haare wegmachen. Zack. Ich sehe gerade, das ist alles unscharf. Moment kurz. So. So, jetzt gucken wir uns erstmal den Headscalp an. Wie ihr gesehen habt, man kann ja die Haare wegmachen, so gesehen für den Helm oder für die andere Frisur, was auch noch dabei ist. Das ist ja den anderen Headscalp, was ich euch nachher zeigen werde. Das ist jetzt, boah, wenn ich mich richtig erinnere, das müsste jetzt ein Headscalp sein, was nur in die Deluxe Edition dabei ist, weil der standardmäßig müsste der andere sein, der wo so gesehen auch die Zähne zeigt. Ich muss sagen, beide Headscalp gefallen mir richtig gut, vom Paint und von Sculpting, also die Likeness sehe ich auf jeden Fall da. Vor kurzem hatte ich hier wieder ein paar Szenen angeschaut, also für mich ist das schon Mark Hamill, also ich weiß nicht, warum da manche ein Problem damit haben. Und auch wie gesagt, Haare
Und auch der Blick jetzt hier, so nach rechts, gefällt mir richtig gut. Wirkt sehr lebendig, sehr echt. Was ich aber euch noch dazu sagen kann, passt auf, wenn ihr diesen Headscalp tauscht. Weil dadurch, dass jetzt für diesen Headscalp und auch anderen von Star Wars ein anderes System benutzt wurde, also normalerweise Headscalp mit einem langen Hals oder mit Hals, haben immer ja so ein Kugelgelenk, der anders aussieht. Das sieht so aus wie so eine Halbkugel, die dran gesteckt ist und dann wird praktisch an den Body fixiert. Hier sieht das Ganze halt so aus, also bedeutet, es geht viel tiefer rein und wenn ihr nicht aufpassen tut, dann könnt ihr so gesehen den Rand von eurem Hals gegen den Body so gesehen reiben, weil ihr müsst natürlich einen gewissen Kraft einsetzen, um das Ganze reinzustecken und dann könnte sowas passieren. Deswegen passt damit echt auf. Mir wird zum Beispiel sowas auch nicht ein zweites Mal passieren. Das hat mich schon geärgert. Ich meine, klar, man sieht es nicht, aber trotzdem, das ist etwas, was mich schon sehr stört. Dann haben wir noch einen Blaster, so gesehen, von unserem Luke. Auch sehr, sehr cool. Auch schön gepainted. Ein anderen Outfit, das ist jetzt in dem Fall nicht von Endor, sondern von Tatooine. Was er so gesehen am Anfang des Films benutzt, um Leia und Solo und die anderen zu befreien. Das könnt ihr ihm dann natürlich auch anziehen. Sogar mit Gürtel. Auch hier mit den Gürteln müsst ihr aufpassen. Das Ganze ist ja mit Klettverschluss und ja, wenn ihr damit nicht aufpassen tut, dann bleibt ihr echt hängen und dann könnt ihr ja so gesehen diesen Outfit hier auch leider so gesehen beschädigen. Was mir jetzt Gott sei Dank nicht passiert ist, aber das habe ich auch ganz schnell festgestellt, dass es halt ein bisschen blöd gemacht ist. Oder was heißt ein bisschen blöd gemacht? Da müsst ihr einfach aufpassen. So, und dann kommen wir noch zu diesen zusätzlichen auch Poncho, würde ich mal sagen, was er aus dieser geschnittenen Szene aus Episode 6 benutzt hat. In die Kinofassung gibt es diese Szene nicht. Da hat er, wie gesagt, diesen komischen Poncho hier und die Brille. Das wäre ja die hier. So. Ja, auch sehr, sehr cool gemacht. Kann man natürlich benutzen, kann man nicht benutzen. Aber wie gesagt, finde ich trotzdem richtig cool, dass es sowas dabei ist. Ist ja kein Muss, aber keine Ahnung warum. Hot Toys, was an Star Wars Figuren angeht, gibt sich echt übertrieben viel Mühe. Würden sich eigentlich für alle Charaktere so viel Mühe geben, die wären alle bombastisch. Weil ganz ehrlich, so viel Zeug und auch noch von Szenen, die gar nicht in die Kinofassung gibt, trotzdem dazu zu tun ist, da kann man nur Chapeau sagen, Respekt. Wirklich sehr, sehr toll. Und dann kommen wir noch zusätzlich auch noch zu dieser schöne Diorama-Base, die so gesehen auch zwei verschiedenen Planeten so gesehen darstellen kann. Wenn wir nämlich ja diese zwei Teile hier wegtun, haben wir nämlich ja diesen Sand-Wüsten-Effekt, was so gesehen ja Tatooine so gesehen darstellen soll, mit seinen Fußabdrücke, die nicht nur einfach so gesehen reingeskaltet wurden, die sind eigentlich auch wirklich gedacht, damit wirklich die Figur so positioniert werden soll. Sehr, sehr cool. Und dann bekommen wir noch zusätzlich diese zwei andere Diorama-Teile, die wir ja so gesehen irgendwie, also ich habe die auch nie benutzt, aber soviel ich verstanden habe, man kann diese Teile auch tauschen. Also so gesehen das hier dahin tun, aber in einem anderen Eck. Und dann kann man irgendwie verschiedene Sachen darstellen. Und ja, und dadurch wirkt die Base dann wiederum ein bisschen eher nach Endor. Auch wenn ja, wie gesagt, eigentlich diesen Sand hier nicht so ganz passt, aber durch die Blätter hier und den gebrochenen Baum, sage ich mal hier, wirkt das Ganze wirklich sehr, sehr schön detailliert. Das Ganze selbstverständlich alles aus Kunststoff, aber sieht wirklich richtig nice aus, muss man ganz klar sagen. Und ja, die Nameplate, Star Wars, Luke Skywalker, alles wirklich sehr, sehr toll. Mehr dazu kann man eigentlich nicht sagen, das ist, ich hatte ja immer wieder ja so Sachen jetzt weggetan und so, weil das ist echt alles sehr, sehr eng. Aber ja, wirklich bombastisch. Mehr kann man dazu nicht sagen, was der Zubehör angeht. So, und jetzt machen wir aber einen Schnitt und gucken wir uns den guten Look ein bisschen besser an. Oder endlich mal an, würde ich mal sagen. Deswegen, bis gleich. So, Leute, da ist unseren guten Luke Skywalker. In dem Fall zeige ich euch auch wieder direkt die Figur. Dadurch, dass wir jetzt einen kompletten schwarzen Outfit haben. Das ist jetzt natürlich, wie er aussieht am Ende des Films. Wenn er so gesehen dann gegen Vader so gesehen kämpft. Richtig, richtig geil. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist übrigens jetzt auch den anderen Headsculpt, was, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, müsste auch der standardmäßig sein von der Normal Edition, also nicht von der Deluxe. Das Einzige, was auf jeden Fall nicht dabei ist, ist nämlich diese Frisur. Bin ich mir nicht hundertprozentig sicher, aber müsste so sein, also dass diese Frisur nur mit die Deluxe Edition dabei ist und was auch echt viel ausmacht, weil mir gefällt es wirklich übertrieben gut.
was für dynamischen Posen wirklich perfekt ist. Und ja, outfitmäßig, wie gesagt, komplett in Schwarz. Hier haben wir noch die Möglichkeit, noch eine andere Szene von dem Film darzustellen, wie er ganz, ganz am Ende des Films so gesehen sein Outfit trägt, mit diesem komischen, keine Ahnung, wie ich das beschreiben sollte, auf jeden Fall, dass man das so aufklappen kann, diesen Teil. Vielleicht tue ich den kurz stoppen, weil sonst dreht er sich immer weiter. Richtig cool. Hier oben haben wir sogar auch noch einen Magnet, damit das Ganze auch so gesehen dann so bleibt, falls man das jetzt nicht so haben möchte. Also so aufgeklappt nach vorne. Wie gesagt, sieht man auch eigentlich, bin ich mir ziemlich sicher, nur am Ende des Films so. Also die andere Variante. Und ja, ich werde den sehr wahrscheinlich aber hauptsächlich so displayen. Also mit diesen Art von Outfit, obwohl wir ja so viel bekommen, weil damit kann ich ja natürlich mit Vader eine perfekte Szene, sage ich mal, darstellen. Aus dem Endkampf. Aber ja, ist es natürlich auch Geschmackssache, selbstverständlich. Ich würde mal sagen, jetzt gehe ich ein bisschen zurück, gucken wir uns das Ganze wieder komplett an. So. Da ist der Gute. Und jetzt lassen wir den wieder drehen. Und ja, und was kann man nur zu dieser Figur sagen, außer dass es wirklich ein Meisterwerk von Hot Toys ist. Wirklich einfach nur fantastisch. Negative Aspekte möchte ich eigentlich nur erwähnen, diese Geschichte mit den Headscalp zu tauschen. Da müsst ihr echt aufpassen, wenn ihr zumindest diese Deluxe Edition habt. Passt damit echt auf, weil damit könnt ihr so gesehen den Hals von den Headscalp so gesehen beschädigen, wenn ihr nicht aufpassen tut und den Kopf reinsteckt, ohne, sage ich mal, genau hinzugucken, ob das passt. Sonst im Großen und Ganzen, für mich, diese Figur ist einfach nur genial. Mehr dazu kann man wirklich nicht sagen. Zubehör ohne Ende. Vier verschiedene Arten von Outfits, die wir darstellen können. Zwei Schwerter, zwei Headscalp, Diorama-Base, die zwei verschiedenen Planeten auch darstellt. Super beweglich. Einfach nur mega. Auch die Headscalps, also ich habe persönlich echt gar kein Problem mit den Headscalp. Ich finde die beide richtig gut. Dadurch, dass ich ja den Film wieder vor kurzem ein bisschen wieder angeschaut habe. Also ich finde, da ist auf jeden Fall die Likeness mit Mark Hamill da. Und deswegen verstehe ich nicht, warum manche da ein bisschen so denken. Ja, ist gut, aber nicht so der Bringer. Also ich finde ihn super, wirklich. Und normalerweise bin ich auch eigentlich immer so ganz pingelig, was an solche Sachen angeht, wenn den Paint oder den Skype nicht so ganz stimmt. Aber in dem Fall muss ich sagen, mir gefällt wirklich richtig gut beide. Klar, das mit den Szenen, vielleicht kann der eine oder andere stören, aber ich finde ihn sehr gut, genau für dynamischen Posen. Und ja, von mir bekommt Luke 10 von 10 möglichen Punkten. Eine absolute Mega-Figur, also für alle Star Wars-Fan, denke ich mal, ihr habt die bestimmt schon längst geholt. Wenn nicht, tut das wirklich richtig, richtig gut für alle Luke Skywalker sowieso Fan. Für mich kam der natürlich halt in Frage, weil dadurch, dass ich halt die Pärchen von die ersten 6 Episoden so gesehen darstellen möchte, zumindest die Pärchen, die mir am meisten gefallen haben. Deswegen Luke, Vader und die anderen werdet ihr eh sehen, durch die anderen Reviews, die ich so gesehen immer wieder bringen werde. Von daher könnt ihr dann so gesehen verstehen, warum ich das Ganze so aufbaue. Aber ja, im Großen und Ganzen, wie gesagt, eine mega Figur, Leute. Absolute Kaufempfehlung für alle Star Wars-Fans, für alle Luke-Fans. Holt euch das Ding, das ist einfach nur geil. So, das ist aber auch jetzt alles von mir. Wie immer tue ich mich bedanken. Schreibt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Habt ihr euch diese Figur auch gekauft? Würde mich interessieren. Vergesst auf jeden Fall nicht immer ein Like zu hinterlassen, meinen Kanal zu abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt, in die Beschreibung zu gucken. Da findet ihr auf jeden Fall immer einen Link zu meinem Instagram-Account, der Kollektionist 1988. Das ist alles. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und sage euch bis zum nächsten Mal. Tschüss!